miteinander, da ist Exus 19. Ich bin da gerade gemütlich am Meinen, da mit dem Zombie. Ciao. Und irgendwie ist das gerade wieder ein Bug, also. Also, wenn er jetzt runterkommt, er kann gar nicht runterkommen. Ja, whatever. Ich habe gerade alles mein Zeug verloren gehabt. Und jetzt wieder ein bisschen Holz geholt oben und bin noch mehr Redstone am Holen. Weil ich ja den Daylight Sensor will machen, um unseren Weg beleuchten in der Nacht. Und wenn wir den Sensor haben, dann können wir eigentlich alles dort anschliessen und haben dann so Tag-Nacht aktive Beleuchtung. Das ist eigentlich das Ziel. Und da ich eben den Redstone vor allem für die Lampe brauche, da brauche ich jetzt noch ein bisschen für das Wiring. Dabei holen wir halt noch ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold und Lapis und hoffe, dass ich dann die finde, zwei, aber das ist nicht das Ziel. So, wir sehen uns sonst wieder, wenn ich da oben bin, wenn ich das Gefühl habe, genug Warz habe, um das anfangen. Und ja, das mache ich alles nur zum Warten aufs Papier, obwohl ich es eigentlich schon lange wieder mal so abernten sollte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Jetzt gehe ich mal in Ruhe abernten. Ganz Lava. Schade, sieh. Jetzt hat er aber Angst bekommen. Also, wir sehen uns hier oben wieder. Okay, also ich habe mir so einen Sensor gebaut. Er funktioniert auch. Ich werde ihn dann in der nächsten Nacht zeigen. Und bis dort werde ich mir Zeit vertreiben, eben auch mit Abernten und das noch fertig machen, dass es beidseitig so aussieht. Ich weiss noch nicht genau, wie ich es jetzt machen will, ob ich es noch einrahmen will, also sprich, so grün oben dran ist, aber nein. Ich sollte es vielleicht auch anders verkabeln. So noob-mässig. Wie ich den gebaut habe, zeige ich nicht. Ich sage nur Etho oder YouTube. Ich selber kann es nicht. Gut, ja. Wir sehen uns, wenn es nächstes Mal dunkel wird. He? Bis dann. So, also die Sonne ist ja langsam am Untergehen. Ich bin mir da noch so Kurven am machen, aber irgendwie komme ich nicht so zu Schlag mit dem. Ich weiß nicht genau, wie es am besten ausgeht jetzt da mit den Stegen. So bin ich noch zufrieden. Es ist okay. Aber jetzt ein Half-Slaps daher, das sieht blöd aus. Da hinten nochmal Stegen, das sieht blöd aus. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Aber ist auch nicht so wichtig. Dort ist übrigens mein Light Sensor drunter. Ich habe das mit einer Fackel markiert, dass man runter gehen kann, schauen, wenn etwas ist. So, und jetzt bin ich also gespannt, wie das aussieht. Also ich stehe da nicht auf der Pressure Plate, habe keinen Schalter in der Nähe, gar nichts. Das ist wirklich mit dem Licht. Zack. Schön. Oh, ich finde das geil, wirklich geil. Wir können es jetzt noch schöner machen natürlich, wir können es auch noch auf Pistons tun, dass sie am Tag irgendwie verschwinden unten dran. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert, das kann ich auch nicht. Ich könnte zwar auch Videos schauen, um all das erlernen und alles, aber ich bin jetzt zufrieden so wie es ist. Für den Moment. Wie wir das da machen. Dudes, das weiss ich doch auch noch nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, einfach so. Ah, es müsste schon dunkel sein, he? Ja, aber ich möchte jetzt den Part nicht schon wieder mit meinem Weg da füllen. Sondern ich gehe jetzt weiter duschen unten. Da mal mein Zeug abtransportieren. Es ist nämlich fast voll. Dann machen wir Papier draus und aus dem Papier gibt es dann neue Ender-Augen. Dann gehen wir zusammen ins Ende und beenden das Spiel. Also, wir beenden es einmal und gehen dann wieder rein natürlich. So. Ja, ich finde es geil und eben das kann ich überall weiterziehen. Da kommt dann noch ein Lager her oder so. Wahrscheinlich müsste ich dann da wieder aufmachen, dass man durchlaufen kann zum Lager noch. Oder gerade da, dass es eine schöne Kreuzung gibt. Ja, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall,
Wir sehen uns dann beim Duschen wieder. Es wird wieder Tag. Hat's mal ein bisschen Papier gemacht. Jetzt würde ich noch gerne sehen, wie das wieder ablöscht. Komm an. Sun is rising. Also um Mitternacht sind sie eigentlich einfach abgelöscht und sind dann wieder angegangen und dann sind sie wieder abgelöscht und jetzt es kann sein, dass es nicht allzu gut wirkt mit 1.3, ist schon ein älteres Video gewesen. Ah, wisst ihr was, ich kann auf den Schalter gut drücken. Weil ich heute Nacht an den Schalter drücke, dass es wieder angeht. Von dem her. So. Gut. Wir sehen uns bei den Villagers. Okay, ich würde sagen, let's handle. He? Ich möchte wenn möglich nicht aus dem Handelsbildschirm raus. Aus dem Grund machen wir das so. Bedienen uns den Trick hier. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein paar runtergerührt. Oh, und ich habe keinen Platz für die Emeralds. Oh, crap. Scheiße. Ah, jetzt muss ich noch befreien. Lass mein Zeug aufnehmen. Oh, ich habe keinen Platz. Ah. Nein, jetzt muss ich töten. Wasserkessel. Nein. Nein! Ganz Arbeit umsonst. Nein! Ja, Leute, ich kille und wir sehen uns wieder, wenn ich da meine Probleme nicht gelöst habe. Weil eben theoretisch hätte ich so stehen bleiben können. Und da eins nach dem anderen looten, aber ich habe keinen Platz für Emeralds, ich Idiot. Also sprich, so handeln. Nicht so schnell, klar, aber ich hätte mir wieder die Emeralds rausnehmen müssen. Aber gleich, wisst ihr, was ich meine? Nein. War schlimm. Gut, ich suche mir einen neuen, der Papier hat und schaue den dann da runter. Hat sich das bis jetzt mir referiert. Alle sind zum Jagen. Hä? Tier? Sally? Ich habe leider keinen Fisch. Ah, sorry. Du bist die Hoffnung. Du wirst der Held sein. Du wirst grösser werden und grösser und dann wirst du mit mir Papier handeln. Ich habe den Kleinen leider wieder aus Versehen umgebracht, aber ich habe jetzt hier weiter gehandelt und ich habe sogar noch den besseren Deal rausholen. Es freut mich sehr. Da gehen wir gerade umtauschen und ich kann ja gerade noch zwei, drei Sachen sagen. Und zwar kann es sein, dass ich jetzt dann entweder Minecraft oder GTA oder so irgendwie, dass ich keine Parts mehr habe. Sie gehen mir langsam aber sicher aus. Und ich habe, weil ich im Final Fantasy 7 extrem lang an einem Part hatte, ein ganzes Wochenende, habe ich halt ein bisschen Zeitverzögerungen. Es kann sein, dass ich jetzt dann wirklich auch ja, keine Parts mehr habe, dass mir die ausgehen, weil ich einfach nicht nachkomme. Ich kann es auch streng arbeiten und habe zwar bald Ferien, da kann ich wieder aufholen. Ja, ich hoffe, ich bringe es an und sonst fehlen dann halt einfach mal ein paar, zwei. Und Leute, wenn ich euch etwas vorschlage, schaut den Part Final Fantasy 7, der Beta heisst. Ihr habt mich noch nie gesehen, so freuen wie dort. Und dann am Schluss gibt es noch Outtakes, wo ich wirklich fast verzweifelt bin. Man hört es nicht fest, wenn ich am Verzweifeln bin. Man hört es einfach dann, wenn ich es wirklich schaffe, beim richtigen Try, im richtigen Part, dann hört man, wenn ich meinen Ton von der Stimme einfach so, ja, da sind wir wieder und ich habe alles
35'000 Mal aufgenommen und so. Also man hört es wirklich, weil es mich anschießt oder einfach, wenn ich deprimiert bin und gar nicht daran glaube, dass es überhaupt noch möglich ist. Aber es war möglich gewesen, Leute. Ich habe es geschafft und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Es war so ein geiles Gefühl gewesen. Und eben, ich habe über fast eineinhalb Stunden, zwei Stunden Material gehabt. Nur die gleichen 6 Minuten. 4 bis 6 Minuten ist der Kampf gegangen. Und jedes Mal, wenn sie mich besiegt hat, habe ich den Part weggerührt. Also das kleine Partli. Habe ihn weggerührt und nochmal angefangen. Und nochmal das Gleiche gesagt. 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 Also es war wirklich, wirklich die Hölle. Und ich fände es sehr geil, wenn ihr euch diesen Part anschaut. Wow, es ist genau aufgegangen. Wenn ihr euch den Part anschaut und mir sagen, was ihr davon denkt. Und eben Outtakes am Schluss. Bitte. Yes, hat es noch. Outtakes am Schluss. Ich finde es super geil. Ich schaue es selber immer wieder gerne. Einfach die vielen Versuche, die ich dort verdammt mal gebraucht habe. Es war so geil. So, was ich mit den Emeralds mache, da werde ich als erstes natürlich, wie viel sind es jetzt? Ich glaube noch 7 brauche ich. 7 Ender Eyes. Ich bin nicht sicher, und auch wenn es ein bisschen mehr sind, ist egal. Dann machen wir uns noch Ender Chests. So. Sehr schön. Danke dir. Loch zu. Und jetzt holen wir uns eben die zwei, die wir schon haben. Und ich glaube, jetzt brauchen wir eben noch 7. Ich bin aber gar nicht sicher. Das Geile wäre jetzt auch noch, wenn ich irgendwo ein Obsidian habe. Ah, ja, übrigens, beim Sterben ist auch mein Silk Touch Pickel verbrannt. Darum habe ich den nicht mehr bei mir. Ja, ja, so kann es gehen. Dann brauche ich einen Magier. Der ist doch gut. 11. Ja, das lange definitiv. Dann. Will ich noch einen Pickel? Ich weiß, es ist ein bisschen sinnlos. Ich hätte oben noch und überhaupt, aber es ist mir jetzt egal. Weil ich muss eh gerade da durch, wenn ich den Pickel verzaubert habe. Dann holen wir dort unten noch ein bisschen Obsidian. Machen wir 2 Kisten. Also Enderkisten. Und dann werden wir sehen. Ja, 18 ist das Maximum. Voll cool. Dann werden wir sehen, was wir mit diesen Kisten machen können. Und wir gehen ins End. Also, bis nachher gerade. Oh, ich habe wieder etwas entdeckt, Leute. Schaut, ich bin wieder runtergekumpelt. Hey, ist alle zusammen. Was macht denn ihr da? Herrlich, oder? Ja, gut. Ja, wir sehen uns. Ah, da ist auch noch einer. Sag mal, was macht ihr all da unten? Ah, gut, ist mir jetzt egal. Ich hol mir da einfach Obsidian. Gut, also ich bin parat zum Übergehen, finde ich. Es ist ja nicht allzu schwer. Und ich, ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen Drachen gesehen, live selber. Ich weiß nicht, was ich muss machen. Also doch, ich weiß schon, was ich muss machen. Aber eben, ich habe noch nie gegen einen gekämpft. So. So, die schönen Blöcke sind parat für 1.4. Ich werde noch ein paar mehr brauchen. Und das wird wahnsinnig abgehen, ich sag's euch. Ah, das mache ich jetzt anders mal offscreen. Der Weg. Gut, vorher hatte ich wieder mal ein Pigment drin. Voll nervig. Aber ja. Zum Ende und noch viel weiter. Sehr schön. Also wenn wir im Ende angekommen sind, ja, dann wird es dann erst losgehen. Dort werde ich auch wieder einiges offscreen machen. Also, Enderman-Fallen, das kann ich jetzt sagen, wenn ihr es nicht schon lange geahnt habt. Ich werde dort eine Enderman-Farm bauen und das alles nach Videoanleitung vom Etho wieder. Nein, vom Dog M77. Sie haben auf Mindcrack genau die gleiche Falle und so wie es aussieht, wirkt die prima Ballerina. Und so eine Video auch. Definitiv.
Gut. Da sind wir ja schon. Setzen wir die noch ein. Da. Ja, sie bewährt es gewesen. Ich habe es fast noch gedacht. Jetzt will ich das gerne noch austesten. Also, nebeneinander geht, ich glaube eben nicht, ja. Okay. Aha, so ist das. Gut zu wissen, ja, sehr gut zu wissen. Ja, ich will es jetzt einfach mal noch testen, scheiße, ich hätte es vorher können. Yes, voll geil. Und Retour geht es natürlich auch. Voll geil. Yes. Gut. Sehr wahrscheinlich geht es auch in Nether rein. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, ob es ins Ende hineingeht, aber dort will ich ganz sicher eine Kiste haben. So. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich könnte fehlen natürlich. Aber ja, ich ziehe jetzt extra keine Rüstung an. Gehen wir mal schauen. Das erste Mal im Ende. Okay, der Drache ist schon mal in der Nähe. Jetzt werde ich da mal raus schauen, wenn er mich nicht gerade angreift, da durch. Das habe ich aber auch schon gesehen. Geile Schwämmli. Und da hören wir schon die Enderman rumräucheln. Geht dort hin, fliegt er. Ich weiß, dass es das noch nicht bringt. Ich muss zuerst da die Säulen kaputt schließen. Überall Löcher. Und Enderman. Das siehst du gar nicht. Nein. Nein. Okay, nein, ist doch kein aggressiv. Ich kletter jetzt nur von Schlader rein. Wie viel sind es? Es sind schon noch einige. Ja, ich finde nicht, dass ich das alles muss aufnehmen. Weil es geht mir zu lang, ganz ehrlich. Ihr wisst, wie das ist. Und wenn ich stirb, werdet ihr das schon sehen. Dann werde ich einfach den Todesbildschirm zeigen. Ja. Muss mich zuerst irgendwo vergraben. Bitte, Drache, komm nicht gerade jetzt. Puh, okay. Ich glaube, da kann ich mich nicht erreichen. Also, wie gesagt, ich mache das. Ich clear mal da und wenn ich. Oh! Gut. Wenn ich alle Säulen habe, dann werden wir uns wieder sehen. Kurz darauf abwarten, wie verwünscht das hier? Natürlich. Oh je. Ja, voll easy. Gehen wir wieder zurück. Ich weiß gar nicht, welche Rüstung anlegen. Es ist mir fast nicht wert, ehrlich gesagt. Nein, nein, komm. Aber ich nehme Erdblöcke mit. Nein, da irgendwas. Ja, das geht noch schneller. Perfekt, wir sehen uns wieder dort. Puh. Wie ihr gesehen habt, es war doch nicht so einfach gewesen. Und da habe ich Rage Quit gemacht. Also, ihr habt nicht, ihr habt nicht alle meine Tote gesehen, es hat mich angeschissen. Und das müsste jetzt der letzte sein. Wir sind leider Pfeil und alles ausgegangen, also ich muss es jetzt so machen.
Ah. Ich weiß nicht, vorher habe ich es überlebt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe. Yep, sehr schön. Nein, 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 nein! Ja, whatever. Ich muss sowieso zurück auf die Pfeil holen zuerst. Ich habe jetzt hier noch eine Kiste her, dass ich schnell hin und her switchen kann. Aber das Problem ist, Pfeil, sie sind mir alle ausgegangen. Hallo? Da war jemand am Randalieren, ich habe es gerade gehört. Egal, ich muss jetzt zurück in meine Mob-Farm, ein bisschen chillen, dass ich so ein Stack-Pfeil oder so habe. Und dann können wir es dem sie echt zeigen, hoffe ich doch. Also, es ist wirklich mühsamer gewesen, als ich gedacht habe. Also. Vor allem, hat man, als ich ohne Ausrüstung rumgelaufen bin, hat man immer so bis auf 3 Herzchen alles weggezogen. Und wenn er dann noch seinen tückischen Spin gemacht hat, habe ich keine Chance gehabt, zum Wegkommen. Mit Sprinten und allem, aber der tückische Spin ist so tückisch, da tückisch nur rum. Ja, also, ich tue mich neu equippen und dann hoffentlich sehen wir uns zum Tod vom Drachen. Ich nenne ihn Onyxia, aus der wie der aus WoW. Okay, mein Zeug liegt gerade da unten. Gerade da. Der Drache ist nämlich durchs Land durchgeflogen und hat mich getötet. Ich weiß nicht, ob das so muss sein oder darf sein. Auf jeden Fall, ich finde es recht geschissen. Sorry, nicht mal da unten ist mir sicher. Ich kann rasch Heilige generieren. Vergiss das. Ich weiß nicht, eben, es ist das erste Mal für mich. Ich weiß nicht, ob ihr da etwas darüber wisst, ob das so muss sein. Dann könnt ihr mir das ja sagen. Und ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich da wieder müssen schneiden. Ich meine, schaut das mal an, wie lange das wird gehen. Oder? Ich glaube nicht, dass ihr da alles sehen wollt. Ich meine, ihr kennt den Boss, den Endboss von Minecraft und ich finde ihn nicht speziell geil. Es ist einfach nervend. Ja, und er ist auf schwer natürlich. Ich stelle das nie um. Vielleicht liegt es an dem, dass es ein bisschen nervig wird, aber ich sehe zum Glück keine Heilstrahlen mehr. Das ist immerhin etwas. Oh, wieso trash geht jetzt? Ich glaube, ich brauche viel mehr Pfeil. Oder ich muss einfach schauen, dass ich besser schieße. Oh, ja, das meine ich eben, das meine ich. Der fies Turn. Auf einmal kommt er dann. Auf einmal kommt er. Ah, viel zu low. Da kommt er oft von hinten, ja genau. Macht doppelt weh! Und jetzt kommt wieder der Turn. Nein, das mal nicht. Das mal nicht. 42 Pfeile habe ich noch. Also es lange sicher noch. Komm, mach den fiesen Drecksturn. Ah. Ja, das wollte ich wollen. Das wollte ich gerade wollen. Das ist richtig, das ist gut. Jetzt habe ich eine Schutzmauer, die er auch überhaupt nicht einreißen kann. Enderman sind halt auch noch gefahren, aber bis jetzt hat mich erst einmal zweimal hat mich einer angegriffen. Ich habe beide können abwehren zum Glück. Auch ohne Rüstung. Enderman sind zu einfach, wenn man weiß, wie es geht. Hure. Ja, ich würde sagen, ich schneide jetzt mal. Wahrscheinlich werde ich vielleicht auch mal zwischendurch sterben, das ist mir gleich. Aber ich finde nicht, dass ich den Part muss mit so etwas fühlen, wenn ich rumstehe. Und auf den Typ warten, oder? Ja, wir sehen uns nachher, wenn er fast tot ist. Ich habe gerade gesehen, es hat gleich noch eins. Das dort hinten oder das dort. Irgendeins hat noch einen Heilstrahl gegeben. Aber es macht gar nicht so viel aus, wenn ich denke, da schaut jetzt. Ah nein, er geht nicht dorthin. Eben, er muss auch per Zufall noch dort hinfliegen, dass es ihn heilt. Also es ist okay. Ich mache jetzt das nicht auch noch kaputt. Ein Enderman hat mich gleich noch verwünscht. Ich habe noch ein Herzchen. Damit er sich verwünscht, bevor er rumgerannt hat, habe ich mein Zeug wieder gesucht und finde einfach wieder nichts mehr.
keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Und wieso fliegst du seitwärts? So Scheissdrache. Ja, ich hacke ihn jetzt einfach. Ich hacke den kaputt. Ich sag's euch. Uhren fest. Mit meinem Schwert. Unverzaubertes Eisenschwert. Ohne Rüstung. Komm, du Pussy. Da bin ich. Ah. Da ist mein Zeug. Nein, warte, Pussy. Nein, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Wo bin ich jetzt gewesen? Wo bin ich jetzt gewesen? Nein, mein ganzes Zeug liegt ja noch dort. Und jetzt wird es sicher gelöscht, weil 5 Minuten um sind. Ah, wo sind wir gewesen, hä? Tier. Sag mir, wo? Ah, Scheiße. Ja, und der Enderman hat mich angeschaut, indem ich vom Drachen weggeschleudert worden bin. Noch ein Herzchen hatte. Und dann bin ich auch einfach gestorben, eben so. Ja, er ist mein Freund. Er will mich immer umarmen, aber er vergisst leider, dass er so stark ist. Wisst ihr, nur wegen dem. Aha, Leute, das Zeug liegt ja gerade auf dem Hügel, das hätte ich vorher gesehen. Das war ein Bug, wo ich es nicht gesehen habe. Alles klar. Also, es muss so gewesen sein. Und erst, als ich das nächste Mal gestorben bin. Nein, mach keinen Turn. Doch, machst einen, aber über mich drüber. Ist jetzt da schon wieder gekommen? Nein. Oh. Ja, nein! Oh. Leute, es ist wirklich einfach, um die zu besiegen. Aber ich muss natürlich auch wissen, dass wann der kommt. Oder? Ich meine, der ist jetzt gerade hinter meinen Achseln auftaucht. So. Sally. Und dann, ja, dann. Okay, also eigentlich bin ich ja nicht so schlecht, aber das Spiel, ihr seht es. Es spielt gerade auch nicht unbedingt sehr freundlich mit. Nein, mach nicht den Turn, mach nicht den Turn. Okay. Und jetzt würde ich gerne einfach mal das Zeug aufladen, dass es nicht mehr despawnt. Wo ist er? Wo ist der Sieg? Ich weiß, er ist gerade da irgendwo tief unten. Ich werde dich nicht so freaky rum teleportieren. So, okay. Lass mich noch ganz kurz ein bisschen Rüstung montieren. Noch 2 Pfeile habe ich. Okay, okay. Ja, ich warte jetzt immer, bis er von vorne kommt, wirklich. Das ist das Einfachste. Und jetzt fliegt er, glaube ich, genau dort hin, wo es noch... Nein. Er fliegt nicht dort, wo es heilig gibt. Heilig gibt's, wo noch? Komm, jetzt hör auf, kreisen und komm. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Doch nicht. Was läuft mit dir falsch? Hä? Ich will nicht meinen letzten Pfeil verschwenden, indem ich ihn irgendwo in die Luft schiesse. Anderle, komm ab. Komm doch mal da runter. Er ist gerade am Rumbaggen, habe ich das Gefühl. Also nicht am Rumbaggen, sondern seine Route findet er nicht mehr. Natürlich gehe ich zurück. Jetzt. Ah, du Sack. Moment, ganz geschwind. Okay, bin wieder da. Ich habe gerade das Telefon bekommen. Wieso haust du immer ab nach einem Pfeili? Ich würde sagen, ich schneide da noch mal, bis er weiter unten ist. Ja, komm. Ja, ich schneide noch mal, es ist zu langweilig, sorry. Ah? Ah. Seine Hintbox ist recht. Blöd. Also er kann mich amigs treffen und ich ihn einfach nicht. Das ist sehr komisch. Egal, es geht vorwärts und für den Endboss. Ja, er ist nervig, ja, er ist noch schwer. Aber es ist der Endboss von Minecraft, ich meine. Es muss so sein, oder? Das Nervigste ist einfach, wenn ich ihn probiere zu schlagen, aus Versehen einen Enderman hauen, damit ich mit dem Enderman beschäftigt bin. Und dann dran stirbt, weil er da, der Gesichter.
mir in den Rücken hineinfliegt. Und je nachdem, in welche Richtung du laufst, trifft er dich zwei, dreimal und dann ja, kannst du es sowieso vergessen. Also komm, ich bleib schön stehen, du bist perfekt ein Opfer. Blonde Perücke, la 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 la, Prinzessin. Yeah, du Wichser. Sieht geil aus. Oh yeah. Oh yeah. That's nice. Sollte jetzt nicht 100 Level sein. Hä? Ist der Rest da reingefallen? Hat es irgendwo noch ein Drachen? Nein, auch dort. Ja. Leute, wir haben Minecraft abgeschlossen. Ich glaube, das kannst du eben. Ach, Scheiße, ich kann noch wieder drauf zeigen. Das kannst du nur mit einer Piste erobern, glaube ich, soviel ich weiß. Oder? Ja, das musst du mit der Piste irgendwie wegschieben und dann kannst du es holen. Ja, irgendwie so, ich weiß es auch nicht mehr genau. So, jetzt probiere ich noch meinen Enderman-Skill zu zeigen. Also komm. Ja, voll getroffen, voll hast du mich getroffen. Sieh. Und man sollte dann immer in die Beine hauen, oder dann teleportiert es nicht zurück. Ah. Also ja, es geht auch ohne Rüstung, wenn man es drauf hat. Gut, ich sage euch jetzt mal Tschüss miteinander, weil ich will das Ende noch schauen. Das habe ich noch nie gesehen, ich habe es noch nie gelesen. Ich habe immer gesagt, das werde ich dann selber lesen. Und das wird jetzt der Fall sein. Das sieht wahnsinnig geil aus, das Portal. Sorry. Wahnsinnig geil. Und ich sage Tschüss miteinander, bis zum nächsten Mal. Peace.